Toriana weg ist, können wir alles wieder aufbauen. Und wir sind Exogeni los. Wir sind wieder nur eine kleine, abgelegene Kolonie. Danke, Commander. Ja, Leute. Damit zurück zu Mass Effect. Wie ihr habt gesehen, im letzten Part, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir... Was zeigt er mir hier an? Was für ein Ding? Wahrscheinlich mit ihm hier. Müssen wir sprechen. Bevor es aber weitergeht, muss ich ein kurzes Break machen, Leute. So, Break rum. Dann komm, sprechen wir mit dem Gavin Hossel. Sprechen. Danke nochmals. Die Daten werden sehr wertvoll sein, wenn ich hier wegkomme. Ach, der Typ war das. Flüchtling. Es wird nicht leicht, aber dies wird unser neues Zuhause. Okay. Sie haben die meisten der Infizierten gerettet. Es wird dauern, bis die physischen Wirkungen weg sind, aber sie werden es überstehen. Vielen Dank. Ja. Ich habe dagegen angekämpft, aber alle eigenen Gedanken waren so schmerzhaft. Ich werde tun, was ich kann, um der Kolonie in dieser schwierigen Zeit zur Seite zu stehen. Ich schäme mich für die Leiden, die diese Leute ertragen mussten. Müsste ich ja eigentlich alles schon... Ja, hab ich ja schon. Leben Sie wohl, Shiala. Ja. Leben Sie wohl, Commander. Ich wünsche Ihnen Glück für Ihre Suche. So. Wen haben wir denn hier noch? Keiner mehr. Da oben sind wahrscheinlich auch nur Flüchtlinge. Flüchtling. Aber ich frage mich, warum hier ein Ausrufezeichen noch da ist. Ich habe doch eigentlich alles von dem Typen bekommen. Wir gerade, ob wir hier vorne nochmal reinkommen, bevor wir ganz weg sind. Also in den Tunnel renne ich jetzt nicht mehr. Och, was war das denn? So, was heißt denn da? Gavin Hossel, ja und? Was will ich mit dem? Ja, ich will jetzt nach Noveria. Das mache ich als nächstes. Hier war da auch noch was. Hydra-System des Argus Rohcluster. So was könnte man ja auch mal machen. Aber ich mache erstmal das hier. Und dann, bevor wir das hier machen. Artemis Tau-Cluster, war das hier gerade dasselbe? Ne, Argus Rohcluster. Rocking Ether Cluster, Zitadell. Hades Gamma Cluster. Ey, leg mich am Arsch, wie viel hier ist, ne? 10 Stunden bist du beschäftigt, bis du erstmal das ganze Spiel gemacht hast. Ne, hier ist zu, immer noch. Oh ne, jetzt geht's auf. Devin Reynolds. Was ist mit euch hier? Endlich. Danke für alles, was ihr für uns getan habt. Da kann ich mir nichts von kaufen. Danke für alles, was ihr getan habt. Toll, ey. Danke, Commander. Es tut gut, wieder frei denken zu können. Frachtloks. Mensch, ist jetzt schon mehrere Monate von uns einer nicht registriert. Och, nö, ey. Noch mehr. Tch, Scheiße. Ach, hier ist der Rest von denen. Danke. Okay. Endlich ist das verdammte Ding nicht mehr in meinem Kopf. Ich kann wieder schmerzfrei denken. Und mit den Energiezellen, die Sie mitgebracht haben, kann ich hier wieder alles zum Laufen bringen. Danke, Commander. Ja, so bin ich. Danke, dass Sie mir diese Energiezellen gebracht haben. Vielleicht kann ich dieses verdammte Ding endlich wieder zum Laufen bringen. Es wird einige Zeit brauchen, bis alles hier wieder normal läuft. Heul, heul. Danke, dass Sie uns befreit haben. Ah, ja, ja. So. Ab, weg hier. Echt nach unten? Normandy. Tatsächlich, nach unten. Das ist schon so lange her, dass ich hier war. Ach ja. Oh, was ist denn hier los? Ah! Das Haar hier, könnt ihr mal lesen. Kennt ihr ja. Erster Abschnitt, zweiter Abschnitt. Dritter Abschnitt. Vierter Abschnitt und der Rest. Genau, Karl Jung. Okay. Das Marco. Sovereign. Die Sovereign ist das Flaggschiff des abtrünnigen Spektors Saren.
Dieses riesige Schlachtschiff überragt alle bekannten Schiffe bei weitem. Seine Crew besteht aus Kroganern und Geth. Das Schiff ist 2 Kilometer lang und seine um 360 Grad rotierbare Hauptwaffe verfügt über ausreichend Feuerkraft, um die kinetischen Barrieren aller anderen Schlachtschiffe mit einem einzigen Schuss zu durchdringen. Wie Saren dieses einzigartige Kriegsschiff unter seine Kontrolle bekam, ist unbekannt. Einige Experten behaupten, die Sovereign sei ein Produkt der Geth, während andere glauben, dass sie ein proteanisches Relikt darstelle. Ihre Bauart deutet aber auf einen noch fremdartigeren und mysteriöseren Ursprung hin. Der Angriff auf Eden Prime bewies die Kapazität der Sovereign, Massenfelder zu generieren, die leistungsstark genug sind, um auf einer Planetenoberfläche zu landen. Dies lässt darauf schließen, dass das Schiff über einen gigantischen Element Zero-Kern verfügt, der gewaltige Mengen an Energie erzeugen kann. Element Zero-Kern, ist klar. So, Squad, oh, hat jemand ein Level-Up gehabt, oder was? Ich schon nicht. Was? Wie 4? Guck an, ey. Oh, Fitness, was ist das? Oh, einmal Fitness. Präzisionsgewehr. Ich mach mal hier Schrotflinte einmal. Oh, Sturmgewehr habe ich denn da? Erweiterter Overkill. Hier. Spectre-Training, was haben wir da? Nee, ich glaube, ich mache einmal schmeicheln, einmal. Ja. So. Herrlich. Hab ich gar nicht mitgekriegt. So. Bin ich überhaupt richtig? Ja, ne? Ah, ja. Ach, ja, richtig, stimmt. Oder soll man vielleicht doch erst eine Nebenmission machen? Ach Leute, ich weiß es doch nicht. Wir gucken mal so eine... Upsi. Ja, das war ich jetzt wirklich. Ich kam ins Hausrad dran. Wir gucken uns mal so eine Zusatzmission an, damit wir ungefähr mal einschätzen können, wie lange die ist. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Dekontamination aktiv. Alles in Ordnung, Commander? Sie sehen etwas bleich aus. Diese verdammte Dechiffrierung! Dieser Asari hat sie in die Mangel genommen. Und wofür? Wir wissen immer noch nicht, wo die verdammte Röhre ist. Reine Zeitverschwendung. Sie sagte, dass es etwas dauern könnte. Die Dechiffrierung war richtig. Dadurch werden wir die Röhre finden. Ich weiß nur noch nicht wie. Wir haben noch eine andere Spur, Commander. Diese Asari-Wissenschaftlerin im Artemis Tau-Cluster. Die Tochter der Matriarchin. Sie ist Expertin für Proteaner. Vielleicht weiß sie etwas. Keine Sorge, wir kümmern uns schon um sie. Alle wegtreten. Aha. Ich habe den Bericht über Pharos gesendet, Commander. Soll ich sie zum Rat durchstellen? Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Commander, Exo-Jenny hätte uns von dem Torianer erzählen sollen. Dann hätten sie es wesentlich einfacher gehabt. Nur schade, dass sie ihn nicht für Studienzwecke gefangen nehmen konnten, anstatt ihn zu vernichten. Der Torianer kontrollierte die Gedanken seiner Umwelt. Er hätte jeden, der ihn hätte untersuchen wollen, genauso kontrolliert. Vielleicht hatten sie gut daran, so zu handeln. Immerhin konnten sie die Kolonie retten. Aber natürlich wurde sie gerettet. Shepard würde so ziemlich alles in Kauf nehmen, um eine menschliche Kolonie zu retten. Das hatte nichts damit zu tun, dass es Menschen waren. Diese Leute brauchten einfach Hilfe. Bewundernswert. Aber manchmal müssen Spectres auch brutale Entscheidungen treffen. Ich hoffe, dass sie dazu fähig sind, wenn es darauf ankommt. Leben Sie wohl, Commander. Wir warten dann auf Ihren nächsten Bericht. So. Vorbildlich plus 2. Herrlich. Wo bin ich denn hier überhaupt? Ach ja, da unten. So. Wo war denn jetzt der Kartenraum nochmal? Ja, wo war der denn noch? Super. Herrlich. Hm? Wir könnten ja auch mal zum Deck 2 Luftschleuse. Ich bin gerade mal überlegen, ob ich nicht auch mal schnell mal nach unten laufen soll. Hm?
Komm, mach mal. Auf. Lass mit denen noch ein bisschen labern. Guck mal hier so, da geht's zum Joker. Ach ja, Joker war... Boah, ich weiß nicht mehr, ich blicke nicht mehr durch, wo hier was ist. Ich weiß wirklich nicht mehr so ganz. Mein Gott, ich spüre Spannung. Brauchen Sie was, Commander? Was denken Sie über die letzte Mission? Ich bin nur froh, dass es nicht mehr Aliens wie den Turianer gibt. Ich glaube nicht, dass mein Magen das ertragen würde. Einer meiner Cousins führt ein Landwirtschaftsunternehmen. Ich habe daran gedacht, mich bei ihm zu melden. Vielleicht kann er ein paar Lieferungen nach Ferros organisieren. Ich meine, da sie jetzt vom Unternehmen abgeschnitten sind. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Toll, weil sehr ergiebig. Da bin ich ja voll interessiert, der für eine Scheiße hier gelabert hat. Hier ist gar nichts. Naja, ich bin jetzt gerade am überlegen. Ach ne, oben bei der Karte. Wenn ich oben bei der Karte gerade ausgelaufen bin, da kam ich dann zu Joker. Richtig. Steht der denn da so blöd rum? Shepard, was kann ich für Sie tun? Erzählen Sie mir von sich, Rex. Da gibt es nichts zu erzählen. Gehen Sie zur Quarianerin, wenn Sie Geschichten wollen. Kroganer werden hunderte von Jahren alt. Sie können mir nicht weismachen, dass Sie nicht ein paar Abenteuer erlebt hätten. Also, es gab einmal eine Zeit, wo die Turianer fast unser gesamtes Volk ausgelöscht haben. Wundervolle Geschichte. Ich habe davon gehört. Das Gleiche haben Sie auch mit uns versucht. Das ist nicht das Gleiche. Für mich klingt es aber wie das Gleiche. Dann wurden Ihre Leute auch durch eine genetische Mutation infiziert. Eine Infektion, die dafür sorgt, dass nur eines von 1000 Babys die Geburt überlebt. Und auch Ihr Volk droht, dadurch auszusterben. Stimmt, es ist nicht das Gleiche. Ich erwarte nicht, dass Sie das verstehen. Aber vergleichen Sie nicht das Schicksal der Kroganer mit dem der Menschen. Tut mir leid, Rex, ich wollte Sie nicht verletzen. Ach, ich bin so lieb. Ihre Ignoranz verletzt mich nicht, Shepard. Und die Kroganer habe ich schon vor langer Zeit aufgegeben. Wir leiden zwar an dieser Infektion, aber nicht sie ist es, die uns tötet. Dann stirbt ihr Volk wirklich aus. Zumindest geht es uns nicht gut. Wir sind zu weit verteilt. Niemand von uns ist daran interessiert, in unserem eigenen System zu bleiben. Was für eine Infektion ist das? Fragen Sie am besten die Salarianer. Sie haben uns das angetan. Ich weiß nur, dass sie die Fortpflanzung unmöglich macht. Tausende Babys sterben noch im Kindbett. Die meisten schaffen es nicht einmal bis dahin. Jeder Kroganer ist infiziert, jeder verdammte Einzelne. Und niemand ist daran interessiert, ein Heilmittel zu finden. Warum versuchen die Kroganer nicht, ein Heilmittel zu finden? Wann haben Sie zum letzten Mal einen kroganischen Wissenschaftler gesehen? Wenn Sie einen Kroganer fragen, ob er ein Heilmittel finden oder für sein Volk kämpfen will, wird er immer dieselbe Antwort geben. Er wird kämpfen wollen. So sind wir Kroganer, Shepard. Ich kann nichts daran ändern. Niemand kann das. Bis dann, Rex. Shepard. So. So. Bitteschön. 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 Und nochmal. Okay. Gut, Leute, das war's auch schon wieder mit dem Part. Cadence Sprint. Ausrüsten. Guck mal, ausrüsten. Bevor wir hier mit Ashley sprechen, Leute, sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, ciao.